So, wir gucken uns jetzt das Video von Abu Goku an. Besser als Fleisch. Veganer Döner-Test bei Montes Event. Da hat spontan der Abu Juku mit mir ein Video gedreht und wir haben einen veganen Döner getestet. Ich gucke mir das mal an. Ich sage nochmal nachträglich dazu, was ich nochmal zu sagen habe, wenn es vorbei ist. Aber wir gucken uns das jetzt erstmal in Ruhe an. Truck vor der Skihalle und die Blaze machen. Weil, was macht ihr für einen Döner? Vegan Döner, habe ich gehört? Vegan Döner, ja. Hast du schon mal davon was gehört? Hast du schon mal probiert? Nee, ich mach mir gerade einen. Machst du dir gerade einen? Wollen wir gleich zusammen essen? Komm, mach mal. Und dann sagst du, wie das schmeckt so? Okay. Ist das das Fleisch, was ihr dafür benutzt? Also der meinte, ob ich das schon mal probiert habe hier, habe ich gesagt, nein. Also generell klar habe ich veganen Döner probiert, aber guck mal, wenn man das so sieht, ich schwöre, ich habe erst mal gedacht, als ich da vorbeigegangen bin, boah, das ist Hähnchen. Oder? Seid mal ehrlich, wenn man das so sieht, denkt man, boah, gut gewürztes Hähnchen. Ne? Soja. Sojafleisch, ja. Ich habe ein bisschen Angst, aber keine Angst, keine Angst, glaub mir, ich schmecke. Was ist euer Geheimnis? Liebe. Mit was? Mit Liebe? Okay, sagst du, ich erkenne einen krassen Unterschied zwischen denen und Döner? Mit dem Soja müssen wir schon sagen, dass das schon heftig ist. Seine vegane Nugget war schon wirklich echt gut. Der kam wirklich an den Original Nugget dran. Das waren wirklich sehr, sehr gut gewürzt und so alles. War schon echt stabil. Sehr, sehr ähnlich. Okay, veganer Nugget. Reiß mein Stück ab. Reiß mein Stück ab. Ich hab auch noch mehr, ey. Veganer Nugget. Vegan? Ja. Konsistenz. Aber vom Geschmack her. Hey, geil, wie der einfach rausgeschnitten hat, dass Haptik zu mir gekommen ist. Der einfach rausgeschnitten, ey. Warte mal, was hat man gesagt? Aber vom Geschmack her. Von außen innen weich. Erinnert normale Nuggets eigentlich. Ja, von drin ist es aber ein bisschen so wabbelig. Genau. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ein bisschen dieses wabbelige, gummige, ja. Das ist bei einem veganen Nugget, das merkt man. Also Leute, ich halte mich fest, es gibt bisher noch kein Produkt, wo, wenn mir das jemand gibt, dass ich sage, also veganes Produkt, wenn ich das esse, dass ich sagen würde, das ist Fleisch, aber es ist eine Möglichkeit von Fleisch. Bisher habe ich noch nichts probiert, was so rankommt. Viele Sachen waren schon ein bisschen nah dran, so gehen in die richtige Richtung, aber auch hier bei diesen Produkten hätte ich gesagt, sofort, ey, das ist kein Fleisch. Es schmeckt anders als Fleisch, aber es auf jeden Fall schmeckt gut. Schmeckt es? Ich finde, man schmeckt schon unterschiedlich. Bei mir die gegeben, ich habe nicht gesagt, dass man mal ein Nugget. Echt jetzt? Wird sofort gecheckt? Nicht? Ja, Danny hat voll die frische Frise. Ich will meine Haare auch so machen. Das ist voll geil. Da kann man die Geheimratsecken hier abdecken. Stell dir vor, ich mit diesen Haaren hier, Haare bis hier vorne. Super, Alter. Stirn kleiner, Haare wieder voller. Ich brauche eine Dauerwelle, Alter. Normale Nuggets ist dann das. Jetzt merkst du schon. Ja, aber, ja, weiß ich nicht. Es war schon sehr, sehr ähnlich für dich. Es war schon sehr, sehr ähnlich. Das Fleisch ist ja schon dicker, das Fleisch ist ja schon hoch. Ich dachte, das war so Tomatenfleisch, ne? Ich sag, das Fleisch sieht gut aus. 08, 15 Haare. Ja, Bruder, guck dir doch meine Haare an. Die sind einfach auch so zur Seite gegelt. Was? Das Fleisch ist ja schon dicker, das Fleisch ist ja schon hoch. Ich dachte, das war so Tomatenfleisch, ne? Ich sag, das Fleisch sieht gut aus. Stimmt, ich hab gesagt, das Fleisch sieht super aus, aber es war einfach kein Fleisch. Und was macht ihr da? Was hat ihr für Salat und so? Alles, was ist Eisbergkraut, Tomaten, Zwiebeln, Köstchen, Rosen. Machen wir mal so kleine Tomaten. Jetzt meine Bock auf Essen. Und alles aus. Was ist denn Buzzcut, Alter? Buzzcut. Oder wie soll ich denn mit meinen Geheimratsecken. Das Buzzcut kann Jude Bellingham machen, Digga, aber ich doch nicht. Jetzt, ob ich mir solche Haare machen kann hier. Wie soll das denn gehen, Digga? Hier, wenn ich mir Buzzcut mache, Bruder, man sieht hier M wie bei Vegeta. Der gerade war, danke für deinen Prime Sub. Aber dann mach deine Soße, wo du sagst, du schon eure besten Soßen. Ja, aber ein bisschen scharf. Die Soße, wo du sagst, am besten. Ja, obwohl heute ein bisschen schwer. Das war ein cooles heute Event auf jeden Fall. Mach der Abu schlau, auch mal ein Food-Video mitnehmen auf dem Monte-Event. Starkes Ding. Für den Bluthochdruck. Sehr, sehr gesund. Und die haben einfach kein Licht mehr. Falls der Döner nicht schmeckt, dann war das, weil die im Dunkeln gekocht haben. Das Brot benutzt ihr? Ja, wir haben auch eigentlich normales Brot. Aber der Dürüm schmeckt heute besser. Wir haben Laden in Hamburg noch. Ja. Da haben wir Steinofen. Und das Brot wird im Steinofen direkt frisch gemacht. Wir haben alle im Steinofen. Die gibt es auch in Hamburg, ne? Die haben einen eigenen Laden dort. Wie heißen die? No Meat oder so? Da haben die gesagt, einen Steinofen. Und da machen die das Brot auch anders warm und so.
Da unten, zeig mal, da unten sehe ich doch was. Hier ist noch, wir haben hier noch die türkische Pizza vegan. Nee, guck mal, da ganz hinten in der Ecke. Ja, warte. Ist es das Brot, was ihr benutzt? Okay. Und weißt benutzt du heute, warum nicht? Wir können das benutzen, aber der Ofen macht die nicht so knusprig. Ah, das ist das Potenzial. Okay, ich verstehe. Weißt du, das wäre nicht so. Boah, aber kannst du nicht für mich den, mit dem Brot machen? Ja, ehrlich jetzt? Aber ich sag dir, wie es ist. Also, es ist nicht so knusprig, wie es sonst eigentlich sein muss. Ist egal. Ich versuche trotzdem, das zu berücksichtigen. Einfach okay. Steck raus und rein, ne? Ja, Baba, weil ich hab nicht so Bock auf Führung. Abu ist ein guter Essenskritiker. Mit Abu kann man gut essen, bewerten und essen gehen. Der Bruder weiß Bescheid. Jetzt macht er mir extra den Dings da. Ich bin gespannt. Ich habe mal Dürüm genommen. Das ist den normalen. Du hast du, ich habe normal, ja. Du musst richtigen Döner in der Hand halten. Wo ein Dönerladen ist, da ist dieser Mann hier nicht weit von entfernt. Aber wir haben gegessen gerade, ich wusste nicht, dass der. Der Holle auch überall am Start, Digga. Der wollte schon meinen Dürüm reinbeißen. Ich habe da seine Blicke gesehen, der hat fast da drauf gesabbert. Der wollte essen, ich hab's gemerkt. Echt jetzt? Ich hab gerade gegessen. So, bei einer Raststätte. Bei einer Raststätte? Also was heißt Raststätte? Gasthof, also ein Land. Gasthof, ja. Ja, okay. Und, war gut? Ja, schön Hirschbraten gegessen. Hirschbraten. Ne, Hirschbraten für Nolle, immer. Schön die saftigen Hirschbraten. Ich gegessen, aber Rotkohl war für den Arsch. Ne, Rotkohl war, okay. Ja. Rotkohl muss man immer gut machen. Ja. Ich muss schön weich sein. Ja, Rotkohl, guten Geschmack. Rotkohl ist eigentlich auch leicht. Also aber Rotkohl im Döner fühle ich null. Junge, wie klein bin ich neben Holle, Alter? Wie groß ist der denn? Der ist 1,90 Meter oder so. 1,95 Meter. Ich bin voll klein neben dem. Der sieht aus wie ein Zwerg. Mag ich nicht. Weil das kalt ist. Das ist nicht so. Der stand doch auf einer Stufe safe. Es gibt auch den richtigen Döner für Rotkohl. Aber ich schmeckt nicht bei allen, finde ich. Okay. Was denkst du, veganer Döner? Also, isst du jetzt, ja? Also, beiß mal rein, Enne. Zeig mal. Ja, nein, hau rein. Ich zeig mal. Weil wenn er kalt wird, kannst du nicht richtig Dings. Das Problem ist, im ersten Biss, habe ich auch gemerkt, im ersten Biss, du isst quasi bis hier ist nur Brot. Spontane 7 von 10 geschätzt. Wie? Einfach so? Einfach so, scheiße. Okay. Die Frage ist, was haben die dafür benutzt? Ne? Ist das jetzt hier Seitan? Soja. Ja, nee, Soja. Soja benutzt ihr, ne? Okay, ja, Soja. Die haben auch einen Laden in Hamburg, wusstest du das, Holle? Habt ihr einen Laden in Hamburg? Ja. Und alles vegan. Konsistenz merkt man schon. Ist es ist kein Fleisch? Mhm. Aber der Gesicht sieht nicht so gut aus, warum? Ist okay. Oha. Musst du mal abbeißen. Und ihr esst auch privat. Boah, habt ihr gerade den Biss gesehen? Das war nur Brot, was du gerade im Mund hast. Nein. Ich hab noch ein bisschen. Ich hab noch ein bisschen Fleisch mit dem Mund gehabt. Mag ich Dürüm nicht, weil oben das erste Stück ist immer Brot. Du, guck mal, erst gleich weißt du, ob der gut ist oder nicht. Wenn du alles. Kennst du das, Holle, wenn du Dürüm isst? Oben ist immer so viel Brot, was einfach nur Luft. Das kannst du nicht. Ich reiß immer oben ab und leg es zur Seite und esse es dann irgendwie mit Soße oder sowas. Was manche aber auch machen, habe ich gerade gestern gehabt, die haben dann oben nochmal extra so Fleisch auch reingelegt, sodass das rüber. Was habe ich nochmal gegessen? Ja, das ist aber Gönnermodus. Hey, Holle! Ich weiß nicht mehr, was ich gegessen habe. Ja, und dann kam das oben rein. Genau. Boah, das war der Biss. Chat. Also das war schon echt eine gute Alternative. Sag ich so, wie es ist, kommt man safe essen. Für mich eine 7,5 von 10 war das so. Oder was habe ich gesagt? Ich weiß nicht mehr. Und dann haben die oben Shawarma, ja. Shawarma ist immer verfettet, aber geil. Was sagst du? Ja, das ist ja geil. Echt jetzt? Naja. Also hier wäre mir diesmal nicht aufgefallen. Das echt jetzt? Ja, so eine Lüge. Danny hat keine Ahnung, Alter. Das merkt man sofort. Ich könnte sofort, gib mir 10 Produkte. Ich sag dir 10 Mal, das ist kein Fleisch, Digga. Auch echt viel Soße und so drauf ist, ne? Die ja, das ist mal ohne Soße. Also, ich finde es okay. Ich habe es schon mal probiert, aber hier ist eigentlich mit am besten, wo ich bisher gegessen habe. Echt jetzt? Man merkt auch an der Konsistenz, dass es kein Fleisch ist. Ein bisschen gummihaft so, aber der Geschmack ist nicht schlecht. Sieht auch gut aus. Gut gewürzt. Das sieht aus wie so ein Self-Fett, was finden wir selber mal. Mit den Punkten, angebratenen Punkten, so meinst du, ne? Guck mal, er hat... Junge, was für geile Blicke von mir, sag mir ehrlich, Chat. Das Problem hat gerade keinen Ofen, der macht mir das Brot extra warm hier. Meinst du damit gut? Es geht, oder? Ich sag doch, Bruder, wir machen Trick 17 einfach. Im schlimmsten Fall, wir hätten mit Feuerzeug ein bisschen links da. Hauptsache, wir kriegen so ein Brot. Wie war bei dir mit scharf unten? Bisschen scharf. Was sagst du zum Nugget? Naja, das war gut. Der war gut, ja. Der war gut, safe. Kann man essen. Was du zum Döner sagst. Wirklich, da bin ich sehr gespannt. Ja, mal gucken. Die Bres hier sagen schon, die ist stabil. Er sagt, er würde nicht mal merken, dass es kein Fleisch ist. Okay. Ist okay. Also stabil kann man schon okay sagen. 7. Aber sagen wir mal so, du müsstest dich jetzt entscheiden, da vorne ist ein Currywurststand und hier ist der Dönerstand. Was würdest du nehmen? Döner. Nochmal Döner. Ja, dann ist er stabil. Doch, dann kann man schon stabil sagen. Ja. Und du sagst, ein bisschen mehr als stabil? 7,5 so. Also hast du schon schlechtere Döner gegessen, die mit echtem Fleisch? Ja, das auf jeden Fall. Ja, das ist easy. Ja, okay, cool. Safe, auf jeden Fall. Ich habe auch schlechtere Döner gegessen. Als der kein, also schlechtere Döner mit Fleisch habe ich gegessen, als
den hier, der ohne Fleisch ist, muss man sagen. Die haben das schon wirklich gut zubereitet. Jetzt auf meinen Döner, weil die wollten nicht warten. Ich meinte, ey, lass zusammen essen. Die meinten, Bruder, wir haben Hunger. Nein, die haben gesagt, wir warten. Ich meinte, esst, bevor der kalt wird und so weiter. Wir warten jetzt auf den Döner. Nur Brot bis jetzt. Das ist doch der erste Biss auch. Und warte, der zweite? Das wird auch nur Brot. Das war, okay, jetzt, oh, da ist ein bisschen Fleisch dazugekommen. Da war Fleisch, Soße, Salat, alles mit. Was sagst du? Zwiebeln, Tomate und alle Soßen. Sag, was sagst du? Keinen interessiert deine Meinung. Boah, zeig mal her. Ich habe. Mal gucken, Bruder, danke dir. Das Brot sieht gut aus. Was ist das denn für ein Ding? Oder bitte. So ein Süßer, ne? So ein kleiner Süßer. Ich teste erstmal das hier. Oh mein Gott. Ich finde das geisteskrank, das Fleisch. Ja? Fleisch. Was sag ich denn? Was für okay. Auf Ernst, Emil. Ich bin gerade fasziniert. Nein. Nee, ich bleib meiner Meinung treu. Das ist nicht schlecht. Ja, ja. Hätte ich nicht gedacht. Warte mal. Ich esse gerade einen guten Döner. Ich habe hier so eine Tomate, Zwiebeln und Soßen reingemacht. Die bisschen scharfe Soße ist perfekt. Zeig mal kurz auf seine Einladung hier. Oh, scheiße. Jetzt schau mal auf seinen Mund. Guck mal deinen Mund. Guck mal seinen Mund jetzt. Wieso? Hab ich was sauer? Ja, das. Ja, wurde. Nein, ich bin schockiert. Ist gut. Was sagst du, 1 bis 10? 1 bis 10 habe ich aufgehört, aber die Konsistenz ist genau wie der Nugget. Bisschen am Ende, bisschen wabbelig von drin. Aber der Geschmack ist sehr heftig. Also wirklich. Das ist intensiv, ja. Aber das ist gut gewürzt gewesen, auf jeden Fall. Das war echt gut gewürzt, muss man sagen. Aber ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, normalen Döner zu essen, und den würde ich trotzdem normalen Döner bevorzugen. Aber es gibt auch schon schlechtere normale, muss man sagen. Viel schlechtere, die ich gegessen habe, als den. Ich habe es auch noch nicht so oft gegessen, deswegen kann ich das nicht so krass beurteilen, wie andere schmecken. Aber das schmeckt nicht nach Fleisch, oder? Finde ich auch nicht. Aber es ist eine gute Alternative. So. Mhm. Aber würdest du checken, dass es gerade vegan ist, was du isst? Ja, würde ich checken. Also ja? Irgendwas wäre mir komisch, wenn das so krabbelig, das Fleisch und so. Also Fleisch ist ja viel weicher und so, andere Konsistenz, aber... Ja. Du aber kommst doch nah dran. Du checkst das, aber also. Scheiße. Du checkst das, aber es muss. Guck mal, ein Döner, mittlerweile, die machen alle Freestyle. Im Sucuk-Döner ist eigentlich auch kein Döner. Und für mich ist mittlerweile Döner einfach nur geworden: Brot, Salat drin und dann noch was Geiles, so wie Fleisch oder Zusatz oder Gemüse oder sonst irgendwas. Kannst du auch schon Döner sagen. Und wenn ich den jetzt nicht mit Fleisch vergleichen würde, weil ich finde, man muss es auch nicht immer mit Fleisch vergleichen, weil es schmeckt. Dann kannst du es machen. Und ich finde, es schmeckt sehr, sehr lecker. Also auf Ernst, sehr, sehr lecker. Hätte ich nicht gedacht. Hat einer gezählt, wie oft das Wort Konsistenz gefallen ist in diesem Video? Oder was heißt, hätte ich nicht gedacht, aber ich habe noch nie einen veganen Döner gegessen. Das ist mein erster. Wenn immer so schmecken, schon heftig, aber ich glaube, die Gewürze sind schon krass. Viel schlechter, da hast du sofort gemerkt. Das Fleisch konnte sich mal richtig durchbeißen. Hast du gekaut, 10 Jahre. Deswegen. Oder dieses Bittere vom Soja immer, ne? So im Nachgeschmack. Ja. Der ist von allen, ich muss ja gestern safe der Beste. Also für einen Truck, der hier steht und Döner verteilt, sehr, sehr geil. Da kannst du irgendwo in der Innenstadt sogar schlechter Döner essen. Es gibt auf jeden Fall einen Laden noch in Hamburg von dem Rees. Wie heißt der nochmal? Non-Meat. Das ist eine hohe Luftschutzzie. Non-Meat, könnt ihr gerne mal abchecken, wenn ihr aus der Nähe kommt und sagt mal, wie der war oder ob ihr den kennt und wie ihr den findet. Ich bin gerade mit dem Bree, Crispy Rob. Und wir haben spontan geredet über Food, weil ich mache ein bisschen Food-Content und er ist ja Urgestein in Food-Content. Und ich habe ihn gefragt, wie er den Döner fand draußen. Ja. Den hast du getestet? Ich fand den super. Ich hatte diesen Crunchy-Variante, wirklich. Ja. Ich brauchte die knusprige Variante und das war super. Also da auch die Kichererbsen kamen gut. Die Fleischalternative fand ich auch sehr gut. Die war schön stark gewürzt. Die Würzung war sehr, sehr lecker. Voll. Gut, also habe ich mich nicht zu weit aufs Fenster gelegt, weil ich meinte, der ist wirklich sehr stabil. Sehr, sehr lecker. Man ist überraschend lecker. Man ist absolut zufrieden, wenn man das so aufgegessen hat. Da bist du richtig so, war gut. Yes, weißt du, es war eine Reise. Ja, 100%. Darf ich dich fragen, was dein Lieblingsessen ist? Allgemein, was erstmal kommt und dann alles andere. Ich sag's, wie es ist. Alles, was mit Liebe gekocht ist, also alles, was Mama kocht, ist mein Lieblingsessen. Boah, das ist stark. Boah, okay. Was ein Satz, Junge. Ja, cool, hat mich gefreut. Hey, mich auch, Mann. Viel Spaß. Pass auf dich auf. Danke, Mann. Starkes Video, Alter. Schreien dann die Leute da so. Wie Holle die ganze Zeit bei NE reinbeißen wollte, aber sich beherrschen musste. Abo, hier der Inhaber von Non-Meat. Riesen Dank für dieses unglaubliche Feedback. Vielleicht kommst du noch vorbei bei uns und der würde uns sehr freuen, dir aus dem Steinofen zu servieren. Ja, Mann. Also kann man auf jeden Fall auch mal probieren. Aber wie gesagt, Leute, guckt, das ist doch gut, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Ne, ich springe nicht auf eine Meinung auf, nur weil jemand sagt, boah, das schmeckt mir. Dann sage ich nicht automatisch auch, boah, das schmeckt mir. Nein, ich bin ehrlich.
Jeder hat einen anderen Geschmack, ne? Das ist das Gute bei Essensvideos. Man kann sich immer, man kann immer diskutieren über das Produkt und reden und alles. Deswegen, ja, ist das schon ganz nice, dass man hier auch mal ein bisschen unterschiedliche Meinungen hat, ne?